So. Bevor das wie das nächste, letzte Mal wieder so leise ist, habe ich das Mikro ein bisschen näher ran, weil ich schreie halt nachts nicht so rum, ist ja klar. Ich habe eine Elite-Mission angenommen, ne? Egal, ich habe gesagt, es bringt was. Es müsste trotzdem was bringen. Vor allem das Schöne ist, der klingt auf jeden Fall scheiße, der MAN-TGS. Das steht fest. Das Schöne ist ja, dass man ja auf der NF, das habe ich ja schon beim Feld 12 schon gesehen, so sehr, sehr viel übrig behält. Ja? Vom Feld. Das ist nicht schlecht. Ja? Das ist mir gefallen. Das muss jetzt zum Hafen. Uiuiui. Ich versuche danach einen Helfer einzustellen, aber den muss ich das Feld halbieren, weil sonst schafft er es nicht mal zu wenden oder irgendwas. Das kann ich vergessen. Wir versuchen jetzt erstmal zum Hafen zu fahren. Mit Tastatur ist das Ganze halt ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, Lenkrad geht immer noch nicht. Da können mir andere Leute erzählen, was sie wollen. Controller funktionieren nicht. Und es liegt halt nun mal einfach am LS, weil überall anders funktioniert es ja auch. Ob es jetzt ETS ist, ATS, LS17, LS15. Irgendwas sogar noch. Wo kommt, ach ja, Sixte, Kettle und Crops, da geht es mittlerweile auch. Der hätte ich mal richtig einstellen müssen, nur habe ich verpennt. Also es geht wahrscheinlich schon die ganze Zeit, aber ich habe es halt verpennt. Wie man das richtig einstellt. Ah, schön. Gucken wir mal. Also bis jetzt haben wir natürlich prozentual so gut wie noch gar nichts geschafft. Jetzt gucken wir mal hier, was macht man im Feld 2? Ist noch nicht reif. Na gut, Feld 1 ist jetzt gepflügt, so weit, das da ignoriere ich. Auftrag 6% haben wir. Naja, gut. Und das ist halt das Schöne. Das heißt, wir werden den Auftrag nicht abschließen, sondern wir werden so viel wie möglich noch mit seinen, vor allem es sind seine Maschinen, das ist das Beste da dran. Ich glaube, wir können hier rauf, oder? Weil das Schöne daran ist ja, wenn man sich die Geräte leiht, verschleißen die ja nicht mehr, als sie es am Anfang schon sind. Das interessiert mich ja nicht. Na, es ist nicht meine Geräte, die kaputt gehen dadurch. Prima. Also ich mache so große Erntemissionen, mache ich, aber dann wirklich waren nur noch mit geliehenen... Alter, aufpassen, Junge. Mit geliehenen Geräten. Ich meine, das Pfeifen von der Druckluft und so finde ich gut. Das ist im LS19 wieder schön. Das war auch im 17er teilweise schön. Alles gut, aber wie gesagt, es gibt vieles, was einfach nicht funktioniert. Also der Sound von dem LKW ist richtig scheiße. Das steht schon mal fest. Der ist richtig schrottig. Da gibt's gar nichts. Aber naja. Gucken wir mal. Jetzt fahren wir den Scheiß erstmal weg. Arfel. Massenhaft Arfel. Welcome to Lion City. Steht sogar auf den Bussen der VRG drauf. Sind natürlich einmal N, ist ja logisch. Klar, wie soll es anders sein? So, wo ist jetzt der Hafen? Geht es hier Rinder oder nicht? Nee. Ich glaube, hier geht es nicht lang, oder? Ich hätte... Warte mal. Doch? Doch, ich glaube sogar, hier stimmt's. Ich bin so unsicher gerade, aber... Na doch, das stimmt. Hier muss ich es verkaufen. Das müsste der Trigger sein, oder? Geht ja eigentlich nicht anders, ne? Aber schauen wir lieber mal. Trigger Hafen. Hafen. Ja, stimmt schon. Markierung setzen. Lieber noch einmal. Ja, ja, das ist der. Okay, passt. Markierung können wir entfernen. Markierung löschen. Gut. Also der klingt richtig scheiße, der LKW. Muss ich sagen. So, wie viel Prozent bringt mir das jetzt? Wir waren bei 6%. Wenn ich es jetzt abkippe, wie viel kriege ich? Schauen wir mal. Wow. Wir werden vier Kartoffeln übrig behalten. Sehr, sehr viele. Ich brauche auf jeden Fall einen LKW gleich. Geil. Das ist ja cool. Aber richtig.
Nett. Jetzt wird es auch langsam hell. Es ist sowieso schmarrn, dass es jetzt erst hell wird. Na, also sorry. Ich habe immer noch kein Verständnis dafür, aber okay. Was soll's. Fahren wir zurück zu Feld 18 und dann lassen wir weiterarbeiten. Beziehungsweise arbeite ich ihm jetzt das Feld noch so weit vor, dass es eben geteilt ist, dass es der Helfer schafft. Und dann stelle ich einen Helfer ein. Auch wenn der mich viel kostet. Mit den geliehenen Geräten bin ich jetzt bei einem Gewinn von 42.000. Reingewinn. So, jetzt lass mal sein. Ich habe noch Helferkosten. Mindestens 5.000. Durchaus möglich, vielleicht sogar mehr. Okay. Aber habe ich trotzdem einen Reingewinn von 35.000. Ich denke, das ist okay. Ich denke, damit kann ich leben. Also der klingt grottig. Ich hoffe, da gibt es ein paar schöne Mod-LKWs. Und die Maschine ist auch totaler Schrott. Die ist viel zu klein und alles. Ich hoffe, da gibt es auch was Schönes Mod-mäßiges. Weil die ist Schrott. Also die will ich nicht benutzen. Tut mir leid. Also der Grimme, ne? Varitron oder was ich da gekriegt habe. Gefällt mir gar nicht. Muss ich sagen. Gefällt mir überhaupt nicht. Bin falsch gefahren, glaube ich. Ja, bravo. Bleiben wir mal hier so am Feld dran stehen. So, und dann bereiten wir das Feld jetzt vor noch dem Helfer. So, ja, hier haben wir unsere ganzen anderen Sachen, das ist klar. Ach, den Fan-Favorit, der hätten wir, glaube ich, mal gucken können. Der kann sich nachher dann einen Hänger schnappen und kann da hinfahren. Der muss mal den Flug abstellen vielleicht. Habe ich alles einfach alles hier reingestellt. Okay, ja, gut, warum nicht? Passt schon. Wo ist denn der Hänger? Okay, den habe ich jetzt irgendwie anscheinend komisch hingestellt. Schauen wir mal. Der ist viel zu klein und irgendwie hässlich. Also sorry, das fällt mir gar nicht, das Ding. Hatte ich mir nicht den Martin seinen geholt? Überlege ich gerade. Naja. So, dann fahren wir jetzt hier rum. Machen hier nochmal eins kurz lang. Das heißt, ich muss ihn wahrscheinlich noch viele lang machen, sonst kann er eh nicht wenden. Wobei, der Helfer macht da, glaube ich, nichts kaputt. Da macht es ja auch wieder nichts. Ganz schön. Ja, mal gucken. Und jetzt muss ich auf jeden Fall das Feld halbieren. Ungefähr wenigstens. Weil die ganze Bahn ist zu viel. Das schafft er nicht. Wobei, wie gesagt, ich muss ihm eh noch gut vorarbeiten. Vielleicht klappt es dann sogar. Weil es geht darum, ich muss ihn ja abfangen, bevor er wendet, weil sonst komme ich nicht ran, ne? An die Schütte hier. Das wird richtig ekelhaft dann. Aber naja. Weißt du was, ich kann ihm eigentlich hier die von beiden Seiten das vorbereiten. Dann brauche ich wahrscheinlich nicht mal das Feld halbieren. Dann geht's auf. Ah, gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an. Ja, ich weiß, das Fahrzeug ist für Lohnarbeit reserviert. Alles wird gut. Machen wir keinen Stress. Oh, da habe ich aber einen gewaltigen Streifen jetzt übrig gelassen. Was soll denn der Scheiß? Ja, dann machen wir dem hier noch mindestens zwei Streifen und auf der anderen Seite auch. Und dann gucken wir mal, was der Helfer macht. Weil dann dürfte sie nicht hinkommen. Schön. Schön, schön. Und wie gesagt, da bin ich gespannt, was ich da übrig behalten darf. Und mit Sicherheit mindestens 50.000. Da gehe ich schwer von aus, weil allein die Gerste oder was es war, was ich abgeerntet habe, ne, das waren auch 50.000 für mich. Oder mehr als 30.000. Ich glaube, ich habe nicht ganz aufgepasst. Also 40.000, nahezu 40.000 oder vielleicht sogar waren es sogar mehr, hatte ich für mich
einzige Problem war halt der Verschleiß an meinen Geräten. Deswegen habe ich jetzt seine genommen. Die verschleißen nicht mehr, als sie es jetzt schon sind. Das ist so eingestellt irgendwie vom Spiel anscheinend. Und dann viel Spaß. Dann nutze ich seine Geräte. Weil das sehe ich ja gar nicht ein. Ich hätte sowieso nichts für Kartoffeln. Mal ganz abgesehen davon. Der Krautschläger arbeitet, aber jetzt sind die Kartoffeln noch im Boden, weil der Rupfer, der Roder war noch nicht da, ne? Der ist ja erst weiter hinten. Das ist immer witzig, wenn man das nicht beachtet. Der ist ja erst dahinter bei den zwei Vorderrädern. Vor den zwei Vorderrädern ist ja nur der Krautschläger erstmal. Naja, jetzt ist er fast voll, der Nasenbär. Also vier Maschinen, vier volle Erntemaschinen gehen in den Krampehänger rein. Passt schon, ist okay. So, jetzt ist er gleich voll. Dann lassen wir wiederholen den hässlichen einmal ein. Also der klingt richtig, der klingt ja super scheiße für einen LKW. Schrottig. So. Muss man relativ gut Abstand halten. Also im Leerlauf klingen die Maschinen ja alle noch ganz witzig, ne? Also außer der LKW, der klingt einfach nur schrottig. Aber sobald die arbeiten, klingen die einfach nur scheiße. Also ich meine, das Gesäusel von dem Transportnetz und alles, das ist alles okay. Na, das Gequietsche und was, das ist alles gut, das ist in Ordnung. Und das Geschrapsel von den Schlägern, alles gut. Aber generell der Motorensound ist ja absoluter Schrott. Wahnsinn. Naja. Machen wir das Ganze noch auf der anderen Seite. Ja, habe ich auch mal so eine Scheiß-Kartoffel-Mission angenommen. Wie gesagt, das bringt gut Geld. Was soll's? Nehmen wir es auf uns. Was denn? Über 40.000. Und selbst wenn ich einen Helfer dann doch noch einstelle für die Hälfte von dem Feld, dann ist es trotzdem noch genug. Auf jeden Fall über 30.000 Gewinn. Ist doch in Ordnung. Und ich habe keine Kosten gehabt, weil ich seine Geräte benutze. Na, passt schon. Nehmen wir da noch die Kartoffeln mit, da liegen nämlich noch welche. In der Erde. Jetzt nicht mehr. So. Wunderbar. Und jetzt geht's auf die andere Seite. Wir könnten vielleicht sogar für den LKW hier, komm, das machen wir auch noch, hier und oben am Deich zwei, drei Reihen abernten, damit der LKW leicht vorbeikommt. Schöne Sache.
Sorry, falls es jetzt im Verhältnis manchmal ein bisschen laut ist. Das letzte Mal war es sehr, sehr leise, ist mir aufgefallen. Schauen, wie sieht er von innen aus. Naja, es geht ja, es ist ja okay. Also optisch ist er ja nicht schlecht, aber irgendwie, es ist halt eine hässliche Maschine. Ich hoffe, da gibt es schönere. Weiß gar nicht, müssen wir gleich mal gucken beim Händler. Warum nicht, können wir ja mal schauen, es kostet ja nichts. Gucken kostet nichts. Ah, da hängen noch sehr viele Kartoffeln im Boden. Da ist nur das Kraut abgeschlagen. Da vorne ist halt nur der Krautschläger und hinter den zwei Rädern ist erst der Roter. Ist halt nun mal so, ne? Ja. Da vorne hängt ein Feuerlöscher. Ja, Erntemaschinen, die brennen, kennt man auch. Heißläufer. Vor allem bei Dreschern dann. Kommt immer wieder vor. Musst du gut versichert sein, sonst hast du verloren. So, spannend. Und sonst so? Ja, ich wollte dann auch mal beweisen, dass ich auch so mein Geld verdienen kann, ne? Es ist jetzt das, was wir machen. Säen, ab 7 werden wir dann auch ansehen auf Feld 1. Gleich wieder die nächste Lage Hafer. Wenn wir ja gesagt haben, wir haben gepflügt, dann können wir auch nochmal Hafer machen, ne? Dann braucht man nicht auf die Fruchtfolge achten, weil wir eben umgebrochen haben. Alles gut. Weil Hafer brauchen wir definitiv. Wir haben noch nicht mal 100.000. Und jetzt kommt noch Feld 2 dazu, aber das reicht nicht. Weil ich möchte ja 200.000 im Silo haben, ne? Für mich. Oh, scheiße. Voll reingefahren. Der sieht irgendwie auch fürchterlich aus, ich weiß nicht. Die Spiegel funktionieren besser als im 17er. Also man sieht auch das Richtige, darum geht's. Gesehen hat man im 17er auch, aber was man halt gesehen hat, ist die Frage, ne? Also hier funktioniert die etwas besser. Das ist schon zu sehen, ganz klar, ne? Auch der Frontspiegel da vorne, der funktioniert, ne? Ich sehe da vorne, was vor mir ist. Ist nicht schlecht gemacht. Aber es sind Kleinigkeiten, die gut sind und es ist zu viel Schrott, der mir nicht gefällt. Tut mir leid. Aber na gut. Oh, die war ja noch an. Gut, weiter geht's. Dasselbe machen wir jetzt noch oben, beziehungsweise hier machen wir erstmal an der Seite noch das auch noch weit genug weg und dann kann man vielleicht sogar mal einen Helfer einstellen. Gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, es bietet auf jeden Fall Gewinn. So, wo sind wir jetzt? 10%. Mhm. Und wenn wir jetzt schauen, wie groß das Feld ist und wir sind bei 10% erst oder schon, ne? Passt. Also ich kriege auf jeden Fall mindestens 20.000, 30.000 Liter Kartoffeln. Kann mir gefallen. Ja, habe ich gleich was für mich. Gut, gut. Machen wir hier das Stück, dass da eben dann auch ein Helfer wenden kann. Dazu müssen wir wahrscheinlich noch ein gutes Stück mehr machen, weil sonst bleibt der definitiv im Baum hängen, aber okay, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie gut der damit wenden kann. Oder wie sehr der das schnallt. Oder ich meine, ein Helfer, wenn übers Feld fährt, passiert ja eh nichts, geht ja nichts kaputt. Ja? Gucken wir mal. Meine Bäume wachsen auch schön, meine selbstgepflanzten. Es sind halt leider keine Fichten. Es sind nicht einfach zu nehmen. Es sind Kiefern. Das sind Fichten, ne? Einwandfrei. Aber dahinter steht auch so eine Kiefer. Also irgendwie. Er hat diesmal die Bäume ein bisschen mehr gemischt.
Ist an sich gut, aber hat auch seinen Nachteil. Weil die Kiefern sind halt einfach krüppelig. Da vorne, die kleine, ne? Das ist halt, das kann der Harvester nicht packen. Schade. Ja, und auch hier, wenn wir noch eine Bahn wegnehmen für einen Abtanker, dann was ja wohl ich machen werde, das Abtanken. Jetzt muss ich trotzdem gleich mal rausfahren, weil das schafft er nicht mehr bis unten, das können wir vergessen. Ja, mache ich noch eine Bahn weiter, wieder nach oben und dann schauen wir langsam mal, dass wir einen Helfer einstellen. Gut, kriegen wir hin. Wilde Fahrereien, die wir hier machen. Ich glaube, da gehen sogar 5 volle Erntemaschinen rein, wenn ich das gerade richtig sehe. So, jetzt aber richtig hören, ne? Die Maschine läuft noch, ich brauch sie nur wieder anschalten. Ja, okay, so im Leerlauf klingt das alles ganz witzig, aber sobald du da was bewegst. Oh, hi. Sobald du da was bewegst, ist einfach nur furchtbar. So. Weiter geht's. So, also, Kartoffelmission. Wir haben den nächsten Tag, ne? Hat man schon festgestellt. Im letzten Part, glaube ich. Es gibt ein paar Sachen, die ich kaufen müsste. Ich müsste auch mein Farmhaus noch austauschen gegen das Modding-Welt. Das ist schöner. Und Stackable eben mit den anderen Gebäuden kann man es zusammenbauen und so. Das ist schon cool. Ja, naja, gut. Müssten wir das ein bisschen machen. Ich sage hier mal danke fürs Zuschauen. Ist jetzt nicht viel passiert, außer dass ihr seht, dass ich gerade auch eine Mission mache. Ja, wie gesagt, bietet auch Geld. Machen wir es halt. Es gibt noch ein paar Erntemissionen, aber wie gesagt, ich mache davon keine mit eigenen Maschinen mehr. Weil das lohnt sich definitiv nicht. Habe ich an dem Feld 12 gesehen. Da war mein Drescher halb kaputt. Das ist scheiße. Und das war ja schon ein Mod-Drescher, glaube ich, oder? Moment, bin mir gerade gar nicht sicher. War das ein Mod-Drescher oder ein anderer? Puh, ich weiß es nicht mehr. Nee, das war der Rostelmarsch. Das war kein Mod-Drescher. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung. Wir sehen uns im nächsten Part. Oh, mit mehr Geld. Und irgendwann mittags nach der Ansaat und mal gucken. Vielleicht ist dann Ernte von Feld 2 angesagt, ne? Kann sein.